Fliegen wir nochmal kurz hoch. Warte, ich mach mal das alles raus. Warte, ich lösche das mal alles. Ich habe jetzt nur hier die Brustplatte an. Ich mache, glaube ich, lieber mal Inventar behalten aus. Nicht, dass das dann vielleicht doch nicht funktionieren würde, aber wir bringen uns jetzt einfach mal um. Und dann gucken wir einfach mal. Es müsste eigentlich verschwinden. Ich müsste ungefähr genau da spawnen. So, dann machen wir jetzt mal kreativ. Und dann gucken wir mal. Hier ist nirgendwo was. Ich bin irgendwie hier aufgekommen, also ist es einfach verschwunden. Eigentlich müssten die Items ja hier liegen, aber das verschwindet dann einfach. Jetzt. Und was jetzt noch zeigen? Geh mal in die Außenkamera, sodass man dich von vorne sieht. Also, Linken Stick. Nee, ich habe das auch gewechselt irgendwo. Ah, ich habe es nicht mehr angemacht, aber warum? Was wolltest du denn zeigen? Weil normalerweise, wenn man doch immer rückwärts gelaufen ist, ist der Körper immer so schräg gewesen. Weißt du, ich meine? Ach so, ja, haben sie jetzt geändert. Jetzt ist er gerade. Jetzt bin ich immer gerade. Okay, so, dann war das auch mal hiervon alles. Dann hier ist, glaube ich, nichts neu dazugekommen. Da ist dann jetzt noch der Beobachterblock. Der hat so ein Gesicht, guck mal. Ja, ja. So, warte, hier ist, glaube ich, auch nichts dazugekommen. Nö. Gut, ist nichts mehr dazugekommen sonst. Gut, ich hole mir einfach mal einen Block. Und ein bisschen Redstone brauche ich. Damit wir dem Dennis das mal demonstrieren können, was der macht. War dann am besten. Sag doch Crytek, dass du meinen richtigen Namen verraten musst. Ja, ach, die wissen das eh alle. Die wissen das egal. Nee, keine Ahnung. Jetzt wisst ihr, ich heiße Dennis, nicht Crytek. Könnt ihr jetzt schreiben, was ihr wollt. So. Aber schreibt Crytek, sonst gibt's das auf die Augen. Bro. So, dann machen wir das einfach mal. Ich glaube, wir müssen das Signal da hinten hin machen. Wenn ich mich nicht täusche. Ich check den Block nicht. Oder hier, ich weiß nicht, auf jeden Fall hier. Wir machen jetzt vorne dran, guck mal auf, hinten auf das Redstone. Ja. Ja, gibt ein Signal aus. Das heißt, wenn sich vorne dran was verändert. Hey, geh, mach mal hier einen Block. So, pass mal auf, ich zeig dir mal. Ja, also nur direkt um den Block drumherum. Ja, oder hier geht's, glaube ich, nicht. Es geht nur hier vorne wirklich. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel. Das ist ja nicht viel. Doch. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel hier Zuckerrohr hinmachst und das wächst. Also, ach so, ja. Und dann kannst du irgendein Signal machen, dass das ein abbaut. Also, das ist der Observer-Block, der. Ist quasi, es gab vorher mal eine Schaltung dafür, die ich wusste mal, wie man die baut, aber ich hab's jetzt vergessen. Aber auf jeden Fall, die war ein bisschen größer, die war irgendwie so einmal vier Blöcke hoch oder so, also eins und dann irgendwie so vier hoch und dann ein bisschen nach hinten noch. Und jetzt ist das alles in einem Block quasi drin, also schon deutlich besser, muss man sagen. Und dann würde ich sagen, war es das so von den ganzen Items. Dann gehen wir jetzt mal, suchen wir jetzt mal hier den Eingang und gehen einfach mal noch ins Waldanwesen rein. So, oh mein Gott, Waldanwesen. Das ist doch ein Survival. Ja, okay, können wir machen. Aber ohne Rüstung. Naja, schon klar. Ein Dia-Schwert. Ja. So, am besten vielleicht noch was zu fressen. Was zum Phrasen. Zum Phrasen. Ja, ne, ja, ist egal. Ja, dann mach auch. Ein paar Goldapfel hole ich mir, Goldäpfel hole ich mir noch. Go. Und noch ein Bogen, komm, noch ein Bogen hier. Go. So. Kann man jetzt wenigstens das reinmachen? Oh, schade. Hätte ja sein können. Vor allem die Beschreibung bei den Dienern ist, da stand irgendwas mit, es ist ein friedliches Mob. Ja. Mit einer Axt bewaffnet. Du bist im Survival-Modus und direkt drin, dürft die Axt mit auf dich los. Da! Sieht doch erst friedlich. Du Huso! Siehst du das, was ich meine? Und wir haben jetzt mal gemacht, dass man die Herzen sieht. Das ist cool, weil das war eigentlich vorher auch schon drin, dass sie das machen wollten, ja, aber. Was ist das? Das Blaue da. Was für Blaue? Links, zurück. Hä? Das war Wolle. Ja, warum? Also, das sind einfach verschiedene Räume, die es gibt. Es gibt 70 verschiedene Räume. Wie viel? 70 verschiedene. 70? Ja, ich glaube 70. Oder 70 verschiedene Anordnungen, die halt, wie die da drin sein können. Warte, am besten, ich hole mir mal noch eine Axt. Eine Axt. Damit wir, weil ein paar Räume sind auch versteckt. Die sind nicht, kann man nicht einfach so rein. Ja, der explodiert ruhig. Und Fackeln hätte ich mir auch holen sollen. Hier ist das ist jetzt so ein Gefängnis quasi. Ist da was drin? Nö, das ist nur Scheiße, ein Scheißhaus. Die Villen sind eigentlich mal ganz geil. Ja, vor allem, wenn man dann, man kann das quasi eigentlich als wirkliches Haus benutzen. Wenn du eins findest, musst du eigentlich nur noch da reingehen, die alles einrichten, wie du das willst. Ja, man muss auch erstmal das Ding säubern von den ganzen Viechern. Ja, das stimmt. Aber da sind eigentlich nicht so viel drin. Das kommt halt drauf an. Da ist schon wieder so ein Hessen-Magier. Servus. Nee, das ist auch noch so ein Diener. Und die droppen Smaragde. Und die machen, glaube ich, 19 Schaden auf schwer. Hier ist wahrscheinlich irgendwo eine Falle, ich wette. Ja gut, egal, wir gehen jetzt, ich guck mir da so ein paar Räume mal an. Hier ist eine Kürbisfarm und eine Melonenfarm wahrscheinlich da oben. Ja, da sind aber keine Truhen, es gibt natürlich auch... Vor allem so ein extra Farm. Ah ja, es gibt für alles, hier ist für jede Scheiße irgendein Raum. Ich weiß nicht, ob man, wenn man Looting drauf macht auf das Schwert, ob die mehr Smaragde droppen. Wäre eigentlich ganz cool, dann könnte man ein bisschen so eine Smaragdfarm machen. Hier ist noch so ein... Ja, es kommt eine Spinne einfach mal von oben. So, ist da was drin? Servus! Ne, da ist nichts drin, okay. Nur Schissel!
Vor allem das Ding sieht von außen gar nicht so groß aus, dann läuft man da rum hin. Da ist ein großes Lager, da ist noch ein Zombie. Servus. Ich weiß nicht, ob hier in den Kisten irgendwo was drin ist, aber... Nee, da ist anscheinend nirgendwo was drin. So, da ist nix, da ist auch nix. Da ist nix. Ah, da ist der Wächter, den sieht man jetzt aber nicht. Ne, hier ist keine Kiste. Doch, da ist eine Kiste. Ja, aber ich meine, da ist nichts drin. Hier ist, glaube ich, auch nichts, ne. Box den, auf die Augenbrauen, zieh auf die Augenbrauen. Oh, ich sollte mal was essen. Er hat doch so dicke McDonalds-Augenbrauen, hast du nicht gesehen? Doch. Vor allem, da muss man gucken, dass man sich hier nicht verirrt. Da war ich jetzt überall schon. Er läuft da in die Mitte rein. Ah, ich bin im Kreis gelaufen, gell? Ja, hier bin ich im Kreis gelaufen. Ja, ein bisschen die Treppe gehen. Gehen wir wieder auf mal die Treppe nach oben. War das McDonalds-Logo an der Wand, oder was? Ah, nee, doch nicht. Oh. Ja, doch, wir gerne müssen nur die unteren zwei Dinger wegmachen, ja. Warte, wir können mal gucken später, ob hier irgendwo noch Räume. Da ist Servus. Ja, was ist denn das? Das ist ein Skelett. Ah, nee, der Tisch, das soll Digga. Den Tisch darstellen. Ja. So, da ist nichts Besonderes, aber die ist richtig groß hier, die Villa. Die ist voll fett, irgendwie so 20 Blöcke nach oben. Na gut, da ist mal nichts. Warte, war hier neben noch ein Raum. Ja, hier ist auch noch ein Raum. Aber hier. Nee, da ist auch nichts mehr. Ja, vor allem, wie die dran denken, die Macher von dem Spiel, wie die Betten darstellen und so, haben sie auch selber. Da ist noch eine Bibliothek. Da ist, glaube ich, eine Kiste irgendwo. Stirb. Ich glaube, hier müsste eigentlich irgendwo eine Kiste. Ja, da ist. Nee, war doch keine Kiste. Ist doch keine Kiste. Vielleicht oben auf dem Ding. Ja, habe ich auch schon gedacht. Deswegen warte ich. Ich mache mir mal kurz ein bisschen Holz. So. So, einfach mal hochgehen. So, da ist nix, ne. Aber man hat wenigstens noch eine kleine Bibliothek, das ist auch ganz nice. Und da sind Bäume reingewachsen oder keine Ahnung. Da ist das jetzt so ein... Ah ja, das sind die. Dann können wir jetzt... Vor allem... Aber ich glaube, die sind... Warum steht da friedliches Mob, wenn die einen doch angreifen? Ah, verpisst euch, ihr Plage, Mizzets. Jetzt mal ernsthaft, ich verstehe die Logik nicht. In der Beschreibung stand friedliches Mob oder friedlicher NPC. Warte, oder Mob. Ja, wir schauen uns mal jetzt dem seinen Angriff an. Wir warten mal noch mal ein bisschen. Der hebt dann immer so die Hand und dann macht er irgendeine Scheiße. Pokus, Pokus. Da jetzt? Das da. Oh, Alter, die haben halbes Leben Schaden gemacht. Vorbei. Die haben ein halbes Leben Schaden gemacht. So, da ist er tot. Und der droppt. Plagengeister. Sü. Das kann ich für ein, zwei Schlägen. Sorry. Und ein, zwei Schlägen wegknatzen. Ja, der Tote. Ah, die droppen die Tote hin. Ja. Digga. Naja, auf jeden Fall die Magier, die droppen auf jeden Fall immer, wenn man die tötet, einen Totem der Unsterblichkeit. Egal was passiert, also man kriegt immer eins. War da jetzt noch der Raum drin? Ja, da war noch derselbe Raum. Och man, Digga, man wird hier gesprayt. Wie lange hast du noch gerade? So lange, wie es halt noch. 5 Sekunden. Und wahrscheinlich krieg ich direkt dann wieder, wenn ich. Hier ist auch noch eine Bibliothek, aber hier ist keine Kiste. Wo sind denn hier die Kisten, Mann? Ich will eine Kiste finden. Ich glaube, ich teile das Video wirklich so in zwei Parts. Ja, ich habe sie direkt wieder bekommen. Guck sie mal auf die Augenbrauen. Guck die McDonalds-Augenbrauen. Du hast dich auf die Augenbrauen gezogen. Doch. Und da, guck mal, eine Map. Alles klar. Servus. Oh, da ist auch ein Magier drin. Ich finde den Angriff voll geil, den die machen. Das ist eher so für mich wie so umarmen mich, aber nicht so, ich greife dich jetzt an. Ist da was? Ah, das ist, glaube ich, jetzt ein versteckter Raum. Ja, das ist ein versteckter... Oh, ne, doch, kein versteckter Raum. Schade. Ich dachte, es wäre ein versteckter Raum. Wäre aber cool gewesen. Warum finden wir keine Kiste, Mann? Hä, es sind hier keine Kisten. Ich bin schon im zweiten Stockwerk, Mann. Ich bin schon überall rumgerusht und nichts gefunden. Das heißt, du gehst in die Villen rein und lässt dich eigentlich nur abschlachten. Du kriegst höchstens ein paar Totems. Ja. Aber eigentlich gibt es hier noch Kisten drin, wo eigentlich schon ein ganz cooler Stuff drin ist. Aber... Hier ist ein Haufen Scheiße drin. Müssen wir. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Treppe, die eigentlich nach oben führt. Also warte, ich glaube, die war. Ich einfach wieder kreativ und guck dich um. Ja, ich geh nochmal in kreativ. Ups, schwer soll ich. Da war nichts mehr. Hier war irgendwo noch eine Treppe, glaube ich. Da bin ich aber dran vorbeigelaufen. Ist da was? Ah, da ist eine Kiste. Oh toll. Eine Axt mit Effizienz 1. Boah, Alter. Das war schon ein Move. Den hätte ich jetzt nicht gemacht. Da ist nichts mehr. Ich gucke halt die ganze Zeit, ob hier irgendwie was ist. Da ist nochmal der Wolle-Raum. Hier gibt es eigentlich auch noch Räume, wo Statuen drin sind. Ist hier was? Nö, doch, hier hinten dran ist noch eine Kiste.
Oh, da ist sogar eine Diapusplatte drin. Das ist schon ganz nice. Vor allem der... Digga, der Bogen ist ja fast komplett aufgebraucht. Auf jeden Fall, hier war noch eine Kiste. Also zwei Kisten haben wir bis jetzt gefunden. Das ist schon mal was. Besser als gar keine. Hier waren wir schon. Hier waren wir irgendwie... Wo ist denn hier die... Ja, egal. Wir gehen einfach mal ganz nach oben. Ah, hier ist noch was. Da ist, glaube ich, ein Diablock drin. Oder ein Goldblock. Ja, Diablock drin. Okay. Killer. Also neun Dias kriegt, also das ist wieder ein versteckter Raum hier gewesen. Das heißt hier, was ist hier? Was ist das da? Ah, das war so ein Diener. Wo war denn hier der Raum da? Ja, alles klar, okay. Ja, also hier ist die andere Treppe für nach oben in den dritten Stock. Da ist eine Katze. Ich weiß nicht, ob hier auch noch eine Kiste drin ist, aber ich glaube nicht. Ich grab mich mal durch die Katze durch. Nee. Warum kommen denn da so Miezen rein? Einfach so als Statue, so ein bisschen. Warum ist doch nice? Hier ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts. Okay, und hier sind noch zwei Wizards. Pap. So, und dann. Also zwei Kisten waren hier nur drin, das sind eigentlich recht wenig. Also eigentlich hätte ich gedacht, da wäre mehr drin. Vielleicht habe ich auch noch ein paar übersehen, aber. Darauf kommt ja nicht an. Ihr könnt das ja selber alles erkunden, wenn ihr wollt. Und dann denke ich, was ist eigentlich so das Größte? War das, glaube ich, vom Update? Ich glaube, ich muss gerade überlegen. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ah ja, ich habe noch eine Sache vergessen. Fällt mir gerade ein. Dann brauche ich mal kurz einen Villager dazu. Weil ich glaube, das haben die nicht extra als Karte gemacht. Wo ist der Villager? Bin ich dumm. Da ist der Villager. Müssen wir mal gucken. Ja, der ist Grüne. Ist das der? Ja, das ist der Grüne. Das ist der Neue. Muss ich in den... Was macht denn der? Ja, ich kann nichts mit dem handeln. Ja, was macht denn der grüne Villager? Ja, ich weiß nicht. Warte, okay. Kann ich mit dem was machen? Ja, mit dem kann ich, aber mit dem kann ich gar nichts machen. Ja, was ist der grüne Villager? Ei, weiß ich nicht. Ich weiß. Ist das da? Ah, der ist das, glaube ich, den brauche ich. Ich hole mir mal kurz ein paar. Ich handle mal kurz mit dem. Da gibt es nämlich noch was. Ah, brauche ich einen Kompass? Ja, alles klar. Wo ist der Kompass? Ist der Kompass? Ah, da war der Kompass. Pow. So, und der müsste dann jetzt eigentlich gleich, wenn ich mich nicht täusche, eine Schatzkarte zum Handeln. Ja, eine Schatzkarte zum Handeln. Ja, jetzt muss ich erstmal die Smaragde noch. Ich bin blind. So, hier. Geh doch. Oh nein, sorry. Ja, sorry. Leere Karte. Ja, aber wissen, warum ist das eine Schatzkarte? Eigentlich ist... Ah ne, das war einfach nur eine Karte, Digga. Jetzt ist es eine Schatzkarte, so. Was? So. Was? Da... Eine Schatzkarte. Hey, sind das für die Höhlen in der Map oder was? Ja, nee, das ist... dann kann man sehen, also das ist jetzt eine Waldschatzkarte, das heißt, da findet man Waldanwesen. Und das ist einfach... ich glaube, das... Soll das? Ach so. Dann sieht man das auf der Karte und dann sieht man... Ich glaube aber, dass das jetzt gerade ein bisschen verbuggt ist, weil da einfach nur so ein blaues Ding ist. So. Das sieht ein bisschen verbuggt aus. Ja, das hatte ich auch bei mir auf der Karte. Direkt auf dem Empire State Bild. Eigentlich ist das so ein orangenes Ding. Ja, eigentlich ist das ein bisschen anders da. Also das sind, eigentlich sieht man so eine kleine Abbildung, einfach so ein Haus oder so einen kleinen Tempel halt für die Dings. Ozeanmonumente gibt's auch noch. Der müsste eigentlich dann auch noch eine handeln. Kann ich einfach noch kurz hingehen. So, aber... Nee, warte, der handelt immer noch dieselbe Schatzkarte. Warte, vielleicht handelt er jetzt gleich noch was. Nee, gut, da ist nichts mehr. Ja. Und dann würde ich sagen, mache ich mal hier, glaube ich, das Video zu Ende. Würde ich einfach mal sagen, oder? Ja. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles gezeigt. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr beim nächsten Mal... Nee, könnt ihr nochmal einschalten, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann... Warte. Wenn es gefallen hat, Alter, Daumen nach oben. Guckt unten in die Beschreibung. Da ist mein Merch, Alter. Kommt genau. Aus dem Shop, Alter. Verlinkung ist da. Gebt noch einen Daumen nach oben, abonniert, Alter. Und nicht vergessen, mein Merch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Besser hin. Gut, Sackraute, nein. Ciao.